Für den Baum brauche ich einen ziemlich harten und robusten Stiel. Das muss, er muss das Ganze aushalten. Ich habe nicht alle Perlen verwendet, ungefähr 50 Gramm. Also dieser Stiel muss 50 Gramm Perlen aushalten, dann noch Draht dazu natürlich. Alle Äste werde ich mit Wolle zu diesem Stiel anbinden. Ich habe helle Wolle ausgesucht, weil der Baum hell ist. Wenn ihr zum Beispiel roten oder grünen oder blauen Baum macht, was auch ganz schön aussieht, dann nehmt entweder die Wolle in der passenden Farbe oder einfach braun. Braun wie alle Bäume. Die erste Ebene besteht aus einem Ast, dann drei, dann fünf. Und wenn wir damit fertig sind, dann zeige ich weiter. Alle Winden der Wolle müssen natürlich ganz nah zueinander liegen und diesen Stiel von unten, diesen Draht, einfach bedecken. Hier sind ungefähr 4 mm, 4-5 mm. Jetzt fange ich an, die zweite Ebene anzubinden. Und das mache ich höchstens mit zwei Winden. Normalerweise mit einer Wind, dann hält es schon gut. Und dann der nächste Ast und so weiter. Nachdem alle drei angebunden sind, gehe ich wieder nach unten. Ich lasse ungefähr 5 mm und binde die dritte Ebene an. Die nächste Ebene besteht aus 5 Ästen, die aus 5 Maschen bestehen. Und nach jeder Reihe mache ich Folgendes. Ich richte die Äste und schaue, wie das aussieht von oben und von den Seiten. Wenn ich finde, dass das in Ordnung ist, dann mache ich weiter so. Was noch wichtig ist, man kann nicht alle 5 Äste auf der gleichen Ebene anbinden. Es ist so, dass die eine hier ist, die andere ein bisschen niedriger und so geht es immer nach unten. Und das ist in Ordnung so. Anders ist es kompliziert und man braucht das nicht machen. Nachdem ich geschaut habe, dass alles stimmt, dass das in Ordnung aussieht, muss ich sie wieder nach oben alles so zusammen machen, weil sonst kommt die Wolle dazwischen und es ist nur komplizierter so. Also die nächste Ebene. Die nächste Ebene besteht gleichfalls aus 5 Ästen, die auch aus 5 Maschen bestehen.
Die nächste Ebene besteht gleichfalls aus 5 Ästen aus 7 Maschen. Jetzt, wenn ich auf dieser Ebene bin, dann mache ich 3 Winden mit der Wolle, um einen Ast anzubinden. Früher habe ich nur 2 gemacht. Die nächste Ebene besteht aus 6 Ästen je 9 Maschen. Und die letzte Ebene besteht aus 3 Ästen je 5 Maschen. So sieht dieser Tannenbaum aus. Hier hatte ich 50 Gramm Perlen insgesamt, also ungefähr meine ich. Und so kann man die Äste machen und sie dann verbinden. Diese Art der Verbindung gefällt mir sehr gut, weil man die Äste richten kann. Zum Beispiel hier habe ich 2 Äste nebeneinander. Ich ziehe einen Ast auf die Seite und dann ist es schon erledigt. Sieht ganz anders aus. Und auf diese Weise kann man diesen Tannenbaum ganz schön richten. Das mache ich auch, aber erst nachdem er schon im Gips wächst oder wohin ich ihn einpflanzen werde. Das weiß ich leider noch nicht, aber ich zeige es euch. Das könnt ihr dann auf den nächsten Bildern sehen. Das war's für heute. Vielen Dank und ein gutes neues Jahr.